Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier. Auf Instagram habe ich es bereits schon angeteasert, dass heute ein kleiner Fashion Haul online kommt. Ihr habt auch fleißig drauf reagiert und mir eure Vorfreude gezeigt. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, holt das sehr, sehr gerne nach. Ich bin da außerhalb von YouTube sehr aktiv und freue mich über jeden, der die Community dort auch noch erweitern möchte. Aber erstmal kümmern wir uns um den Fashion Haul und zeige euch, woher dieser Pulli ist, zum Beispiel. Also, würde sagen, los geht's, viel Spaß dabei. Wisst ihr, ich habe hier so mein kleines Einkaufskörbchen von zu Hause mitgenommen und meine ganzen Klamotten da reingepackt, um sie euch jetzt hier auch nochmal vorzustellen. Natürlich zeige ich euch alles auch in einem Try-On, dann könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie das Ganze eben halt auch getragen aussieht. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt auch erstmal direkt mit diesem Pulli hier. Da habt ihr nämlich auf Instagram mein Postfach zerstört, ihr seid ausgerastet und ich kann das so verstehen. Ich liebe ihn auch sehr. Diese Farben sind so wunderschön und ich bin ja ein absoluter Fan von Ballonärmeln. Außerdem mag ich Pullis total gerne, die so off-shoulder zu tragen sind. Alles in allem trifft dieser Pulli einfach zu 100% meinen Geschmack und den habe ich bei Shein bestellt. Also viele Teile, die ihr jetzt in diesem Video seht, habe ich bei Shein bestellt. Ich werde euch auch die Teile unten reinlinken. Dann könnt ihr das Ganze nachshoppen, euch genauer anschauen. Und hier laufen wir eventuell im Partnerlook rum. Ist doch richtig cool. Ja, dieser Pulli, der schreit nach Frühling. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, der ist nicht so robust, ne? Also der hält, glaube ich, nicht so viel Stand. Die Wolle, mit dem das Ganze hier so gestrickt ist, ist sehr fusselig und ja, ich bleibe irgendwie überall hängen und ich habe halt Angst, wenn ich zum Beispiel Milo auf dem Arm nehme oder so, dass er so hängen bleibt und der Pulli dann halt kaputt geht. Er ist sehr, sehr fein und ich glaube, ich würde ihn auch nicht zu heiß waschen. Ich finde den irgendwie richtig, richtig schön. Ich fühle den gerade so, so sehr und der frischt irgendwie so den kompletten Look im Alltag total auf. Also gönnt ihn euch, der war auch überhaupt nicht teuer. Das nächste Teil ist auch wieder ein süßer Pulli, den ich euch aber ehrlich gesagt nicht so ans Herz legen kann. Der sieht wunderschön aus, ne? Das ist so ein Teddy-Pulli, super kuschelig, sehr, sehr angenehm auch zu tragen. Allerdings verrutscht der andauernd und der ist sehr, sehr knapp geschnitten. Ich habe ihn mir schon eine Nummer größer bestellt. Der rutscht halt immer, so während man sich bewegt im Alltag, immer hoch. Zu Hause ja kein Problem. Aber ja, irgendwie so im Großen und Ganzen ein sehr unpraktisches Teil, weil das hier vorne auch so über Kreuz gelegt ist und manchmal dann so die Boobies rausguckt. Ein ganz komisches, also wahrscheinlich ein schönes Stilloberteil, aber so richtig praktisch im Alltag nicht. Auch wenn es richtig süß aussieht, zum Beispiel auf Bildern oder so, da wo man immer zibbeln und zuppeln kann. Aber ja, im Alltag halt eher mehr lästig. Ich freue mich schon auf die wärmeren Temperaturen, denn dann kann ich dieses niedliche Oberteil endlich mal ausführen. Sieht das nicht niedlich aus? Es hat auch so meinen Namen geschrien. Leider gab es das nicht in mehreren Farben, sonst hätte ich es direkt in mehreren Farben direkt mitgeordert. Aber dieses Nude bzw. so altrosa ist auch so voll mein Ding, ne? Das ist halt auch leicht cropped. Nicht zu doll, also es ist quasi bündig mit einer High-Waisted-Hose, sodass vielleicht, wenn man sich bückt oder so ein bisschen Haut durchblitzt, finde ich auch immer richtig cool. Und natürlich, was ich ja liebe, was ihr auch in mehreren meiner Oberteile ja auch immer schon seht, ist dieses Volant hier oben an den Schultern, ne? Das schreit zu meinem Namen, das bin einfach ich. Ich mag es super gerne, finde es sehr, sehr süß und ja, wie jedes Teil auch das, ne, ist ein Schnappi, kostet überhaupt nicht viel. Übrigens, ich werde immer wieder gefragt und ich werde auch immer wieder so drauf antworten. Bei Shein ist das Bestellen super unkompliziert und auch mit dem Rückversand mega easy. Das kommt einfach per DHL und könnt ihr auch ganz normal per DHL retournieren. Ich glaube, man muss so ein kleines Häkchen setzen online. Es kostet dann 1,99 extra, dann hat man sozusagen die Retour noch frei. Also, wenn ihr die Bestellung abschickt, dann schaut mal, ob ihr das Häkchen gesetzt habt. Das kann nämlich ganz nützlich sein, weil es einfach unkompliziert ist im Rückversand. Ein weiteres Teil, was ultra basic ist, aber auch mega schön für heiße Tage, ist dieses Oberteil hier in beige. Es gab noch weitere Farben. Das ist so ein Ripped-Stoff. Und es ist auch wieder cropped, ähnlich wie das andere, nicht zu hoch geschnitten. Also man lässt jetzt nicht zu weit die Haut rausgucken, sondern es ist wieder bündig mit einer High-Waisted-Hose und schmiegt sich an wie eine zweite Haut. Ist sehr, sehr angenehm zu tragen auf jeden Fall und hat eben hier noch so einen Rolli dran. Ja. Mag ich sehr, sehr gerne. Bei dieser Bluse hier war ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich sie bestellen soll oder nicht. Ich habe wirklich gehadert, ob ich sie im Warenkorb lege. Und ich freue mich so, dass ich es getan habe. Die ist nämlich sehr, sehr schön. Auch wieder für wärmere Tage, würde ich sagen, da sie rückenfrei ist.
Aber sie sitzt so schön. Es ist eine Crop-Bluse, die man hinten zusammenbindet und dann hat sie da eine schicke Schleife zu einer schwarzen Hose. Ich liebe ja diesen All-Black-Look, ne? Sieht das halt mega elegant aus. Also wenn man irgendwie, wenn Grony irgendwann mal vorbei ist, auf den Geburtstag kann oder so, sieht das auf jeden Fall mega schön aus. Also man ist auf jeden Fall angezogen, aber auch nicht zu warm. Echt total niedlich. Habe ich auch ein Video mitgedreht. Habt ihr am Donnerstag gesehen hier auf meinem Kanal. Das war eine weise Entscheidung. Ich freue mich sehr, dass sie hier eingezogen ist. Ihr seht ja auch meine Referenz, ne? Was ich so für Größen trage. Ich bin 1,64 groß oder klein. Gefühlt unter jedem Haul fragt das jemand. Deswegen sage ich es jetzt direkt nochmal mit dazu. Und ich trage immer so eine 36 oder eine 38, je nachdem, wie die Sachen ausfallen. Bei Shein bestelle ich regelmäßig und ich habe mich da so ein bisschen eingegroovt und kann mir den Schnitt bzw. die Passform schon immer ganz gut vorstellen. Was aber auch immer ganz gut hilft, ist die Tragebilder. Wenn irgendwie Leute das schon mal bestellt haben, könnt ihr ein bisschen weiter runterscrollen. Manchmal laden Mädels dazu Bilder hoch oder geben eine Bewertung ab. Das ist eigentlich auch immer eine ganz gute Referenz. Dieser wunderschöne Body sieht auf den ersten Blick total unscheinbar aus, hat aber einen freien Rücken mit Spitze. Wie schön ist das bitte? Es ist so alltagstauglich, aber gleichzeitig super, super schick. Also ich bin total in Love, finde es richtig schön. Super praktisch ist auch, dass man die Träger verstellen kann. Das hat hier so ein Verstellriemchen. Gerade bei so Spaghetti-Trägern ist es ja immer sehr individuell. Je nach Oberkörper, ich bin ziemlich klein, ich brauche da nicht so lange Träger. Dann hängt mir das bis nach Timbuktu und ich lasse ganz, ganz tief blicken. Hier kann man das Ganze einstellen und hat so eine etwas individuellere Passform. Und vor allem sitzt dann auch die Spitze am Rücken schön glatt auf, ne? Wenn die Träger halt auch vernünftig sitzen und das alles so passt, dann schmiegt sich die Spitze halt auch dem Rücken viel schöner an. Finde ich sehr, sehr gut für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Musste ich es nochmal in einer zweiten Farbe haben. Und da habe ich mich auch für eine schlichte Farbe entschieden. Und es musste dieses Graue hier sein. Ihr seht es ja auch nochmal an der Seite im Try-On. Also zwei wunderschöne Farben. Ich liebe, liebe dieses Top und freue mich sehr darauf. Ja. Das bald zu tragen, wenn es dann mal wieder etwas wärmer wird. Und ich werde auch oft gefragt, was ich unter solchen Tops anziehe, da man ja halt den Rücken frei hat und allgemein, selbst wenn der Rücken nicht frei wäre, sieht man ja immer diese BH-Träger. Ich mache das so, weil ich persönlich vorne nicht ganz so viel Halt brauche. Ihr habt es gesehen, ich bin jetzt nicht mit so großen Boobies bestückt. Bei mir reichen tatsächlich so Nipple-Badges, beziehungsweise gibt es so Silikonhalter, die man sich ankleben kann, die sogar noch so ein bisschen die Boobies straffen. Die gibt es auch bei Shein. Ich habe mir die bei Amazon jetzt bestellt. Ich habe davon ein paar auf Reserve liegen, weil ich eben solche Teile gerne unter solchen Spaghetti-Träger-Tops oder Bodies trage. Das verdeckt einfach ein bisschen und man sieht halt keine Träger und auch am Rücken nichts. Für mich persönlich einfach super praktisch. Wie gesagt, kommt natürlich auch auf die Brustgröße drauf an. Bei mir persönlich ist es nicht so wild, ob ich nur einen Träger habe oder nicht. Who cares? Ich habe mir noch eine Blusi bestellt. Die habe ich euch auch auf Instagram schon gezeigt. Für diejenigen, die nicht aktiv in meiner Insta-Story dabei sind, zeige ich sie gerne nochmal, denn sie ist auf jeden Fall ein Blickfang. Und verzeiht mir bitte, ich habe sie aus der Wäsche gefriemelt und dieser Stoff ist einfach so kompliziert, der macht mich auch fertig. Das ist eine Hassliebe, weil diese Bluse ist einfach so unfassbar schön. Die ist von Missguided. Ich habe sie über Zalando bestellt. Das ist so eine Wickelbluse, so ähnlich im Tunika-Style. Echt mega, mega schön. Aber dieser Stoff, der kommt halt so aus Seidenart und ist super empfindlich, was so Fältchen angeht. Also ich bin nur am Steamen, wenn ich diese Bluse tragen will. Und das dauert halt immer Ewigkeiten. Ich habe sie jetzt gerade aus der Wäsche gefriemelt, wie gesagt. Deshalb ist sie sehr, sehr knittrig. Ich wollte sie jetzt nur nicht vor dem Waschgang direkt nochmal steamen. Ich hoffe, ihr könnt euch das so ganz gut vorstellen. Als ich sie euch auf Instagram verlinkt habe, war sie bereits in diesem wunderschönen Ton ausverkauft. Aber diese Bluse gibt es noch in vielen weiteren Farben, auch zum wunderschönen schönen Champagnerton in Rot, in richtig strahlend Weiß, ich glaube sogar Schwarz. Also da ist noch eine gute Farbauswahl verfügbar. Ich hoffe auch jetzt noch. Ich linke sie euch natürlich unten in die Infobox rein. Schaut gerne vorbei, ob das was für euch. Ich habe bei Shein noch etwas bestellt für mein Büro hier. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob mir das gefällt, weil ich die Kissen noch gar nicht aufgezogen habe. Ich werde mal schauen, ob ich dazu ein passendes Inlet finde. Habe ich jetzt bei Shein nicht mit bestellt. Hier steht auch gar kein Maß drauf. Ach doch, 45 mal 45. Ja, das sollte doch machbar sein. Solltest du mich noch nicht abonniert haben, hol das sehr gerne hier an der Seite nach. Dann verpasst du keine Videos mehr von mir. Und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können. Und ich sage, bye-bye.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.